Mini München präsentiert die Szene München. Ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, Heiner Lauterbach gehört zu den berühmtesten und erfolgreichsten deutschen Schauspielern. Wie erfolgreich seine Internetpräsenz ist, das erzählt uns jetzt bunte.de-Redakteurin Luise Wackerl im Seitenblick. Ich habe mir die Webseite von Heiner Lauterbach mal genauer angesehen und auf den ersten Blick hat sie mich optisch wirklich überzeugt. Also er macht auf mit einem super schönen Porträt von sich selbst. Also es ist in jedem Ressort ein anderes Foto von ihm zu sehen. Die sind sehr präsent und überhaupt sind auf der ganzen Webseite sehr viele Fotos. Das hat mir super gut gefallen. Ich habe einen anthrazitfarbenen Kasten, der sich durch jedes Ressort zieht und eine schöne Schrift, ein angenehmes Logo. Designtechnisch kann man eigentlich nichts aussetzen. Die Webseite von Heiner Lauterbach gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Wir haben insgesamt 11 Rubriken, also 11 Ressorts. Das ist für meinen Geschmack echt zu viel. Das könnte man viel mehr bündeln. Ich hätte auch zum Beispiel die TV-Spots rausgelassen, weil das immer sehr werblich ist. Lustig ist allerdings die Rubrik Kino. Und zwar werden in dieser nur Filmplakate gezeigt. Besonders witzig wird es, wenn man unter ab 1980 guckt. Und zwar finden sich da alte Filme mit Heiner Lauterbach, unter anderem Ich und Er von Doris Dörrie. Und wen Heiner Lauterbach da spricht, das kann man sich jetzt denken. Also es ist eine schöne Seite, sie ist optisch nett anzusehen. Sie hat dort inhaltlich auch viel, für meinen Geschmack eben zu viele Rubriken, aber es ist eigentlich alles zu finden für Fans und auch einfach nur Interessierte. Dennoch haut sie mich jetzt nicht groß vom Hocker. Deswegen gebe ich der Website von Heiner Lauterbach 2,33 Punkte von 3.